Erdnussbutter in Weißrot. Wie funktioniert eigentlich patriotischer Konsum in Polen? Ich kaufe Eier und Fleisch aus Deutschland. Bin ich deshalb eine gute Deutsche? In Polen geht diese Logik auf. Patriotischer Konsum erlebt hier gerade einen Boom. Die App Pola ist seit November 2015 auf dem Markt und mehr als 60.000 User haben sie sich schon runtergeladen. Mit Pola würde ich Produkte mit Seele finden, sagen die App-Entwickler. Ein Think Tank, der in Polen auch die Akademie für modernen Patriotismus ins Leben gerufen hat. Aber ehrlich, wie viel polnische Seele kann zum Beispiel in Erdnussbutter stecken? Ja, Caro, Erdnüsse werden ja nicht in Polen angebaut. Trotzdem gibt es mit der App für diese Erdnussbutter 100 von 100 Punkten. Das heißt, wenn ich das kaufe, bin ich eine richtige Einkaufspatriotin. Fair gehandelt, regional angebaut, ökologisch nachhaltig. Also das gibt in der App keine Punkte. Stattdessen will die App zeigen, hat das Unternehmen keine ausländischen Investoren? Ist es in Polen registriert? Produziert das Unternehmen hier? Forscht es hier? Und hat es ausschließlich einen polnischen Besitzer? Das heißt, der App geht es eigentlich darum, wie viel polnisches Geld drinsteckt in Anjas Erdnussbutter. Die Pola-App folgt eben dem Trend, wieder polnische Produkte zu kaufen, denn sie gibt Informationen über den Hersteller eines bestimmten Produktes und damit schärft sie eben das Bewusstsein der Konsumenten. Denken wir den Gedanken hinter der App jetzt kurz zu Ende. Jedes Land in der EU produziert nur noch für sich allein in einer europäischen Gemeinschaft, die eigentlich dazu angedacht ist, Handel unter allen zu ermöglichen. Das heißt, die Polen kaufen nur noch polnische Produkte. Ja, ist das dann noch Europa? Es wird ja sowieso nie funktionieren, dass wir nur polnische Produkte kaufen können. Dann hätten polnische Produkte ja auch das totale Monopol und das würde den gesamten Markt durcheinander bringen. Firmen hätten zum Beispiel keinen Konkurrenzdruck mehr, darunter würde die Qualität leiden und die Preise würden auch steigen. Nur polnische Produkte zu kaufen, wäre also weder für den Konsumenten gut, noch für den Markt, der vom Import und Export lebt. Dass die ultrarechte Partei Altpolnische Jugend jetzt Werbung mit der App Pola macht, ist vielleicht nicht im Sinne des Erfinders, gibt der Erdnussbutter aber durchaus einen Beigeschmack.